ankern hier hinterm Riff von Isla Verde, der grünen Insel. Man sieht schon am türkisblauen Wasser, dass hier flacher ist wie draußen am Meer. Da draußen wird es hell türkisblau und sogar bräunlich. Bräunlich sind immer die Korallenköpfe und helles Türkis ist immer seichtes Wasser mit Sand drunter. Hier hinten bricht sie auch ein bisschen. Das Riff erstreckt sich hier über etliche Quadratkilometer und nur das Wenigste davon sieht man anhand von Inseln, die rausschauen. Die Inseln drauf sind quasi einfach nur die Sandablagerungen, auf denen dann irgendwann was gewachsen ist. Was uns wirklich hier schützt, was diesen Ankerplatz zum geschützten Ankerplatz macht, ist tatsächlich das Riff. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Man sieht schon, da wird es richtig dunkelblau, wogegen es hier noch ein bisschen helleres Türkisblau ist. Türkis ist immer Sand und hier fällt das Riff dann auch schon ab. Wir fahren jetzt mal davor, wo die Wellen brechen. Was ganz wichtig ist, bevor man sowas macht, dass man die Strömungsverhältnisse weiß. Hier setzt die Strömung in diese Richtung. Das heißt, wir schwimmen auch in diese Richtung. Man sieht schon, der Wind treibt uns auch in diese Richtung. Ganz wichtig hier am Riff ist, auf gar keinen Fall ankern. Auf gar keinen Fall einen Anker in die Korallen schmeißen. Okay, dann würde ich sagen, lass uns hier mal reinspringen. Ach ja, Quizfrage. Es ist Viertel nach drei Nachmittag. Warum schnorchelt man nicht nach vier am Außenriff? Hat nichts mit Kokosnüsse zum tun. Thank you.
So, hier noch die Auflösung. Warum nicht schnorcheln noch vier? Ich sage mal, es kann jeder machen, wie er will. Und ich habe auch Leute kennengelernt, die gehen nachts schnorcheln und sind schwer begeistert. Und muss ganz unglaublich sein, fluoreszierende, leuchtende Farben unter Wasser. Aber circa um 16 Uhr nachmittags geht die Fütterungszeit für die Haie los. Kommt sich jeder selber überlegen. Ciao.